Herzlich willkommen im digitalen Körperforum. Mein Name ist Gabriele Wojdelko. Ich leite in der Körperstiftung den Bereich Geschichte und Politik und ich freue mich sehr, dass Sie zugeschaltet haben. Morgen genau ist es 30 Jahre her, dass die Regierungschefs der Sowjetrepubliken Ukraine, Russland und Belarus sich getroffen haben im belarussisch-polnischen Grenzgebiet und die Auflösung der Sowjetunion beschlossen haben. Sie haben ein Abkommen ausgearbeitet dort, das genau dort entstanden ist, wo heute übrigens viele Geflüchtete in den Wäldern auf ihre Einreise, auf ihren Zugang in die Europäische Union warten. Auch sonst macht das Ende der Sowjetunion bis heute leider in vielerlei Hinsicht negative Schlagzeilen. Konfrontationen, Konflikte und Bedrohungsszenarien sind zurück. Nicht zuletzt der aktuelle Truppenaufmarsch, der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Aber auch, wenn wir nach Russland hineingucken, die drohende Schließung unserer russischen Partnerorganisation Memorial International, einer Nichtregierungsorganisation, die sich seit Ende der 80er Jahre für Bürger- und Menschenrechte und für die Aufarbeitung der sowjetischen Geschichte einsetzt. Die Entwicklungen auf dem ehemaligen Gebiet der Sowjetunion gehen uns alle an, bis heute und immer noch. Daher laden wir Sie jetzt ein, mit uns gemeinsam im Rahmen einer digitalen Reise einen zivilgesellschaftlichen Blick nach Osten zu werfen und 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion und nach dem Ende dieses letzten Imperiums zu seinen Erbschaften zurückzukehren. Getreu dem Motto unseres Stifters, Kurt Körber, nicht übereinander, sondern miteinander reden. Diesem Motto wollen wir auch heute Abend treu bleiben. Und das bringt mich zu unseren heutigen Gästen. Wir freuen uns sehr, dass wir bei unserer Reise auf die Expertise von Professorin Gwendolin Sasse bauen können. Gwendolin Sasse ist wissenschaftliche Direktorin des ZEUS. Das ist das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Und Frau Sasse ist außerdem Einstein-Professorin für vergleichende Demokratie- und Autoritarismusforschung an der Humboldt-Universität in Berlin. Herzlich willkommen, liebe Frau Sasse. Schön, dass Sie da sind. Körperstiftung ZEUS und auch die Friedrich-Ebert-Stiftung Moskau blicken heute Abend auch zurück auf ein gemeinsames Projekt, bei dem wir in den letzten Wochen junge Menschen aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion zusammengebracht haben, digital natürlich, Corona-konform und eben nicht nur aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, sondern auch aus den Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes. Wir wollten herausfinden, wie diese junge Generation heute, 30 Jahre danach, auf die Auswirkungen der europäischen Geschichte, der europäischen Vergangenheit im Zeichen des Kalten Krieges und des Sozialismus schaut. Die Teilnehmenden aus diesem Projekt können heute Abend nicht alle dabei sein, aber drei davon werden wir im Laufe des Abends aus Kirgisistan, aus Serbien und aus Russland dazuschalten. Ich danke jetzt schon allen Partnern, nämlich dem ZEUS, der Friedrich-Ebert-Stiftung, vor allen Dingen dem ZEUS, für die gute Zusammenarbeit in den letzten Monaten. Das war ein sehr schönes Projekt. Und jetzt, without further ado oder ohne große Umstände, übergebe ich an meine Kollegin Katja Fausser, die bei uns im Haus das europäische Geschichtsnetzwerk YouStory leitet, die den heutigen Abend moderieren wird. Und ich gebe noch einen Hinweis zum Abschluss zu der Sprachfrage. Wir werden hier auf diesem Kanal einen komplett deutschsprachigen Stream, also mit Übersetzung, senden. Und für diejenigen von Ihnen, die die englische Version sich anschauen wollen, Sie gehen bitte auf den YouTube-Kanal des ZEUS im Internet. Und insofern, wenn Sie wissen wollen, und das jetzt zum Abschluss, wenn Sie wissen wollen, warum wir uns dringend mehr mit dem Osten beschäftigen müssen, mit dem Osten, wenn wir unsere europäische Gegenwart besser verstehen wollen, dann sind Sie bei uns hier richtig, dann bleiben Sie bei uns. Und wenn Sie mehr über das Projekt erfahren wollen, über das ich eben gesprochen habe, dann merken Sie sich gerne den Hashtag 30 Post-Soviet Years oder schauen einfach auf unsere Website nach mehr Informationen. Und jetzt gebe ich an Katja Fausser weiter. Vielen Dank. Ja, danke Gabi und auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Sie haben es ja bereits gehört, wir möchten Sie heute gerne mitnehmen auf eine digitale Reise in den postsowjetischen Raum.
Auch unsere Veranstaltungspläne wurden etwas beeinträchtigt durch die pandemische Lage. Das ist aber ja nichts Neues und uns hat es ein bisschen inspiriert, heute Abend ein etwas anderes Format auszuprobieren. Deshalb fühle ich mich heute nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Reisebegleiterin in den postsowjetischen Raum. Begleitet werde ich auf meiner oder auf unserer Fahrt von Frau Professorin Gwendolin Sasse. Ein herzliches Willkommen an Bord, auch von mir und Grüße nach Berlin. Vielen Dank, freue mich dabei zu sein. Frau Sasse, Sie und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres Instituts sind ja schon seit Monaten gut zu hören und Sie beleuchten das Erbe der Sowjetunion, des Sozialismus, des Kalten Krieges in verschiedensten Formaten schon seit vieler Zeit. Und das Besondere, finde ich, ist immer, dass Sie über, aber auch aus Osteuropa Perspektiven dazu für uns aufarbeiten, erklären, zur Verfügung stellen. Bevor wir gleich da noch etwas tiefer einsteigen, möchten wir Ihnen allen erstmal einen kleinen Einblick geben auf die digitale Reise und unsere Route des heutigen Abends. Und dafür haben wir einen kleinen Film. So, also wir hoffen, dass diese Animation, die wirklich auf der Zugreiseroute beruht, wenn wir uns vorstellen würden, dass wir diese Strecke wirklich selber mit dem Zug abfahren würden. Das heißt, wir würden 14 Tage reine Reisezeit brauchen, um diesen riesigen Raum abzufahren. Ich denke, dass das schon vielleicht auch in der Kürze die Dimension nochmal wirklich zeigt. Es ist ein gigantischer Raum, es ist viel Geschichte, es sind viele Länder, die betroffen sind, mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Und natürlich kann das heute nur kleine Blitzlichter werfen, die aber hoffentlich trotzdem Interesse wecken, sich intensiver und weiter mit diesem ganzen Raum zu beschäftigen. Frau Sasse, jetzt aber meine erste Frage an Sie. Frau Wodejko sagte gerade, morgen vor 30 Jahren war das Ende der Sowjetunion besiegelt. Also in so kurzer Zeit dieses riesige Reich und auch der Sozialismus Geschichte wurde, können Sie das vielleicht noch mal kurz auf die prägnanten Punkte zusammenfassen? Was haben wir da damals eigentlich erlebt und welche Herausforderungen bis heute ergeben sich immer noch aus der Art und Weise, wie das damals passiert ist? Ja, es ergeben sich daraus wirklich signifikante Herausforderungen für die Nachfolgestaaten der Sowjetunion, aber auch für den ganzen osteuropäischen, mittelosteuropäischen sozialistischen Raum. Und 30 Jahre wirken, wenn man gleich auf die jungen Leute, die uns ihre Eindrücke schildern, ihre Erinnerungen schildern, wirken die vielleicht nicht wie ein langer Zeitraum und sind sie auch geschichtlich nicht. Aber wir müssen uns auch schon wieder, glaube ich, etwas anstrengen und uns genau erinnern, was vor 30 Jahren, die von uns, die das direkt können, was genau abgelaufen ist. Und dass in wirklich kürzester Zeit die Sowjetunion, die lange stabil erschien und auch stabil war,
zusammenbrach und dass sich die Ereignisse so beschleunigt haben unter Michail Gorbatschow, dass dann 1991 nochmal insbesondere seit dem Augustputsch, also im Sommer 91, dieser Verfall, dieser Zerfall nicht mehr aufzuhalten war. Gorbatschow hat bis zum Ende versucht, einen Teil der Sowjetunion zu erhalten unter etwas anderen Bedingungen. Aber mit dem Augustputsch 1991 war diese Option dahin. Und dann ging es mit schnellen Schritten auf den Winter 91 zu. Ein wichtiges Datum neben dem, was Sie schon angesprochen haben, dem 8. Dezember, der dann auch rechtlich das Ende, die Auflösung der Sowjetunion betreibt, ist auch noch der 1. Dezember 1991 zu nennen. Das war das ukrainische Unabhängigkeitsreferendum. Viele Sowjetrepubliken, die baltischen ohnehin schon früher, aber insbesondere nach dem Augustputsch, hatten weitere Sowjetrepubliken ihre Unabhängigkeit erklärt in ihren sowjetischen Parlamenten. Aber die Ukraine ging einen Schritt weiter und gab sich Legitimität durch ein Referendum, was mit einer überwältigenden Mehrheit positiv sich für die Unabhängigkeit aussprach. Und damit war wirklich nichts mehr zu halten an dieser Sowjetunion. Und damit stellen sich aber große Herausforderungen. Die Unabhängigkeit einzufordern ist eine Sache, sie auch juristisch umzusetzen. Aber sie muss dann auch mit dem dazugehörenden Zuspruch der Bevölkerung, mit den politischen Eliten etabliert werden. Länder haben international sich neu oder vielleicht auch zum ersten Mal in ihren Grenzen, die durch die Sowjetunion bestimmt waren, auch auf der internationalen Bühne etablieren müssen. Einige kämpfen wie die Ukraine bis heute darum, wirklich als unabhängig auch von Russland angesehen zu werden. Das wird ja wieder sehr stark in Frage gestellt durch die Annexion der Krim 2014, den Krieg im Donbass und jetzt der Truppenaufmarsch an der Grenze. Das heißt, da sehen wir direkte Nachwirkungen dieser Zeit, dass dieser Staats- und Nationsbildungsprozess im Land herausfordernd ist, aber auch von außen anerkannt werden muss. Hinzu kommen dann gleichzeitig, man spricht häufig von dem Dilemma der Gleichzeitigkeit, große politische Transformationen, die ganz verschiedene Pfade betreten haben. Wir sehen sehr verschiedene politische Transformationsprozesse hin zu demokratischen Systemen, aber auch den Erhalt von autoritären Systemen. Es waren und sind wichtige wirtschaftliche Reformen hinzugekommen. Die haben für die Gesellschaft häufig sehr schwierige Phasen mit sich gebracht. Deshalb ist auch insbesondere die frühe postsowjetische Zeit vielen in schlechter Erinnerung, weil es auch in den Ländern, denen es heute wirtschaftlich besser geht, dass eine Zeit der auch Entbehrungen, der Hyperinflation und auch Dingen, die sich tief eingeprägt haben, die man also auch mit diesem Transformationsprozess verbindet. Es gab auch dann viele andere Herausforderungen, die sich aus den engen Verflechtungen ergaben, die in der Sowjetunion bestanden haben. Dass das ein System war, das eben genau nicht auf nationalstaatlicher Ebene organisiert war, sondern es gab viele Verflechtungen, auch infrastruktureller Art, aus denen man sich nur schwer lösen konnte, manchmal auch nicht lösen wollte. Wir können an Energietransportrouten denken, an Abhängigkeiten denken, aber auch an Märkte, wie produziert wurde, Produktionsketten. Das waren und sind bis heute Herausforderungen für diese Region. Und Sie haben ja gerade auch die Situation in der Ukraine oder auch im Donbass angesprochen. Wir haben noch einmal vorbereitet, weil wir am Anfang der Veranstaltung vielleicht dachten, wir nehmen sonst noch mal alle mit. Wir haben noch einmal eine Karte vorbereitet, um uns noch mal die Größe und auch die Länder und die Regionen, die das ja betroffen hat, dass wir das noch einmal uns anschauen können. Und dort haben wir eben am Ende auch einmal kurz markiert, die Stellen oder Orte, die heute mit dem Stichwort Frozen Conflicts sozusagen belegt sind. Also hier ein Bild dem Gebiet der Sowjetunion und des Ostblock, also auch des Warschauer Paktstaatens von 1988 und dann nochmal das Ausmaß sozusagen der Länder und Regionen, die von den von Ihnen beschriebenen Transformationen, Entflechtungen und so betroffen waren. Und vielleicht ganz kurz, ich weiß, den Begriff mögen Sie, glaube ich, nicht so gerne, aber weil Sie die Ukraine schon ansprachen, die Frozen Conflicts. Wir haben einfach mal kurz, und da können wir auch gar nicht überall drauf eingehen, aber markiert, wo es bis heute auch mit der Frage von Zugehörigkeit, von Grenzen
schon in den letzten Jahren seit dem Ende der Sowjetunion größere Konfliktherde gegeben hat. Das ist ja doch auch nicht wenig und die Stichworte dort erscheinen ja gerade auf der Karte. Ein riesiger Raum. Wenn Sie, bevor wir gleich als erstes uns mit dem größten Nachfolgestaat, mit Russland, beschäftigen, aber vielleicht noch eine Frage an Sie. So das Drängendste, also ist das die Ukraine jetzt, wenn wir Zeitung lesen dieser Tage, Nachrichten schauen, ins Netz schauen, würden Sie sagen, das ist im Moment auch das drängendste Thema, mit dem wir uns dringend beschäftigen müssen? Oder würden Sie sagen, nee, da liegen sozusagen dahinter noch vielleicht nicht so offensichtlich, aber noch ganz andere, auch hochrelevante Dinge, die dringend gelöst werden müssen, mit denen wir uns beschäftigen müssen? Es ist vielleicht gar nicht immer das Waffenrasseln. Können Sie da vielleicht noch eine Einschätzung zu geben? Ja, also es drängen sich dieser Tage insbesondere diese Themen auf. Und das sind wichtige Themen. Und dafür gibt es auch keine einfachen Lösungen, weder auf internationaler Ebene als auf nationaler Ebene in der Ukraine oder in Russland. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, ein weiteres wichtiges, was wir in den Medien gerade stark verfolgen und in der Politik, das einen großen Stellenwert gerade hat, ist natürlich die Flüchtlingskrise an der belarussisch-polnischen Grenze. Und sie kommt nach einem Jahr der Massenmobilisierung von großen Teilen der belarussischen Bevölkerung gegen den Machthaber Alexander Lukaschenko, der lange Zeit auch im Land viele sowjetische Strukturen, wenn wir wieder bei unserem Thema heute Abend sind, bewusst erhalten hat und das unter Druck geriet, auch sein Regime unter Druck geriet, stark in Frage gestellt wurde, allerdings sich halten konnte und jetzt gegen die EU, den Westen, sozusagen einen Rachefeldzug führt und dabei Migrantinnen als Druckmittel einsetzt. Und wir sehen die Bilder. Das sind also in der Tagespolitik und ganz klar die Bilder, die wir jetzt vor Augen haben. Das sind wichtige Themen. Aber es gibt viele andere Themen. Und meistens sind gewisse Personen, insbesondere der russische Präsident Putin, viel in unseren Medien. Wir sehen aber nicht häufig und nicht häufig genug. Deshalb finde ich auch diese Reise heute schön, dieses Thema, wie es Gesellschaften geht, wie es einzelnen Menschen geht. Für sie ist der Zusammenbruch der Sowjetunion und das, was danach kam, selbst für Generationen, die vielleicht keine eigenen Erinnerungen an diese Zeit haben, das sind auch Herausforderungen. Und diese Themen sehen wir nicht immer. Wir sehen auch die Vielfalt der Region nicht. Und hinter einem Begriff wie Osten oder Osteuropa oder postsowjetischer Raum, ich weiß nicht, wie lange wir diesen Raum noch als postsowjetisch bezeichnen wollen oder postsozialistisch, wann werden es einfach normale Länder mit ihren normalen Problemen oder auch mit den erfreulichen Seiten. Also eine Reise, ich habe gerade Lust schon bekommen durch Ihre animierte und auch vom Ton her zu hören, eine Reise per Zug. Auch neue Ländergebiete taten sich auf, sowohl für die Menschen der ehemaligen Sowjetunion oder des sozialistischen Osteuropas und genauso andersrum auch. Und diese Reise ist, ich glaube, insbesondere aus dem Westen gen Osten noch viel zu wenig, ist noch gar nicht genau in unserer DNA angekommen. Und das auf so eine Reise sollten wir uns häufiger begeben. Also da sind viele Themen und eben auch nicht immer nur die wir dann auch negativ in den Medien hören, dass es dort Krisen, Konflikte gibt, die gibt es. Und wir haben gerade, ich habe schon zwei wichtige genannt, das will ich nicht kleinreden, überhaupt nicht. Das ist drängend. Aber dahinter stehen auch viele, viele andere gesellschaftliche Themen und auch viele Dinge, die uns gar nicht so fremd sein müssten und die gar nicht so anders sind als wie bei uns. Aber wir stellen uns das anders vor. Und der Osten hat, glaube ich, wir denken immer noch zu häufig in so einem Block, also dieses Blockdenken des Kalten Krieges, das wirkt nach und es wirkt ja manchmal sogar sprachlich nach. Also vor ungefähr einer Woche hat der amerikanische Verteidigungsminister davon gesprochen, dass er hofft, dass die Sowjetunion nicht in die Ukraine einmarschiert. Also das ist gut, ist ein Versprecher, aber dahinter steht, da steht mehr. Oder vor zwei Wochen habe ich im Deutschlandfunk ein Programm gehört über Tuva und am Ende in der Abmoderation fiel der Satz: Vielen Dank für den Einblick in die Sowjetrepublik Tuva. Also da spiegelt sich dann selbst bei Interesse für Themen, die nicht so häufig vorkommen, auch wieder so ein doch echt undifferenzierter Blick, der noch von vor 30 Jahren vielleicht ist.
Ja, vielen Dank. Und genau das wollen wir ja heute auch ein bisschen aufbrechen. Wir wollen mit dazu beitragen, ein bisschen Interesse zu wecken. Genau, und das tun wir, indem wir beginnen, an physischen, aber auch vielleicht mentalen Hinterlassenschaften aus der sowjetischen Zeit. Und genau wie Sie es sagten, wir wollen das nicht theoretisch tun, sondern wir möchten mit Menschen sprechen. Der Hintergrund, das ist gerade schon gesagt worden, für uns war, dass wir zu jungen Menschen einmal gleich nach Moskau in Russland schalten, später nach Kirgisistan, nach Bischkek und nach Belgrad, nach Serbien, zu Teilnehmenden, mit denen wir im Rahmen eines Programms sehr intensiv und vor allem die jungen Leute untereinander das schon besprochen haben. Und wir dachten, jetzt öffnen wir mal ein kleines Fenster und genau, bringen das hier auf so eine kleine Bühne. Deshalb würde ich sagen, wir reisen jetzt gleich einmal entlang wieder der Bahnstrecke von Hamburg, wo wir hier sind, nach Moskau und treffen dort Maria Misernaja, 21-jährige Studentin der Literaturwissenschaft. Sie lebt in Moskau und was wir gleich sehen werden, sind Eindrücke, visuelle Eindrücke, Fotos, die sie selber gemacht hat im Rahmen des Projekts, wo sie Dinge festgehalten haben, die aus der sowjetischen Zeit ihr heute etwas bedeuten. Ich würde sagen, wir fahren los, schauen uns die Bilder an und haben nachher die Möglichkeit, mit Maria zu sprechen. Ja, herzlich willkommen, Maria. Ganz großen Dank dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, Ihre Bilder mit uns zu teilen und uns auch heute zur Verfügung zu stehen, etwas mehr darüber zu erfahren. Sie haben, die Bilder, die wir gesehen haben, stammen aus einer noch viel größeren Fotoreihe, die Sie gemacht haben. Wir haben Bilder gesehen aus einer Moskauer U-Bahn-Station, von Ihrem Arbeitsplatz an der Universität. Und auf zwei Ihrer Bilder würde ich gerne noch ein bisschen heute intensiver eingehen. Wie gesagt, auch alle anderen Fotos sind im Internet mit weiteren Informationen zugänglich. Das erste Foto, das wir gesehen haben, stammt aus dem Stadtteil, in dem Sie selber aufgewachsen sind. Vielleicht können Sie uns ein bisschen mehr davon erzählen und auch, was es für Sie bedeutet und warum es mit welcher Botschaft Sie das ausgewählt und veröffentlicht haben. Okay, so ja, auf dem Bild sieht man einmal Wohnungen. Dieses Gebiet heißt North Chertanovo. Dort bin ich aufgewachsen. Und das war ein Stadtteil, der in den 70er Jahren gebaut wurde. Und damals war das noch eine sehr fortschrittliche Architektur. Dieser Stadtteil sollte autonom, autark sein, neu, modern, frisch, aufregend. Und sowas hat Moskau vorher noch nie gesehen. Das war die erste Erfahrung, die die sowjetischen Architekten dort reingebracht haben. Und heutzutage ist das natürlich nicht mehr so aufregend.
Und für eine gewisse Zeit war das nicht komplett verlassen, aber man hat weniger Leute gesehen. Und es ist einfach nicht mehr so neu und überraschend gewesen wie in den 70er Jahren. Aber dann kamen so die Jahre rund um 2010. Und dann wurde dieser Stadtteil wieder ganz modern. Und dann haben die Menschen diesen Stadtteil wieder neu entdeckt. Künstler sind dorthin gekommen und Fotografinnen. Und nun wurde dieser Stadtteil wieder sehr modern. Kunstschaffende wollten hier Dinge machen, Fotos machen und diesen Ort nutzen. Und ich persönlich habe sehr viel Zeit in diesem Stadtteil verbracht. Ich bin mit meinen Freundinnen und Freunden dorthin gegangen. Wir haben dort Zeit verbracht, Kaffee getrunken. Wir haben auch versucht, wirklich hier hochzuklettern, wie man das auf dem Bild sieht. Und ich habe auch ein Bild für das Projekt gemacht, weil ich herausgefunden habe, dass das, weil dieser Stadtteil ja auch die sowjetische Vergangenheit zeigt. Ich habe auch einmal versucht zu zeigen, dass das eine neue Architektur war damals und dass die Vergangenheit nicht komplett die Vergangenheit ist. Es wurde neu belebt, es ist immer noch sehr lebendig, es wird wieder neu verwendet. Und das wollte ich eigentlich mit diesem Bild einmal ausdrücken. Ja, vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sehe dieses Bild jetzt nach Ihren Worten noch mal ganz anders, als ich es auf den ersten Blick gesehen habe. Deshalb vielen Dank für diese Einschätzung und diese Hintergrundinformationen dazu. Und wir möchten ja auch noch ein zweites Bild, was Sie gemacht haben, darüber noch mal ein wenig sprechen. Das ist eine Szene aus einem Café in Moskau. Da sehen wir bekannte Persönlichkeiten, Che Guevara und Stalin kann ich erkennen von den anderen Fotos. Vielleicht können Sie uns ein bisschen sagen, was ist das für ein Ort, was sehen wir dort und ja, auch wieder die Frage, warum haben Sie das ausgewählt und was verbinden Sie damit? All right, so. In Ordnung. Dieses Café befindet sich am Stadtrand und es war sehr überraschend für mich, dass man hier so ein sowjetisch geprägtes Café findet, weil sich auch viele Universitäten in diesem Stadtteil befinden. Und das ist eigentlich nicht häufig der Fall, dass man solch ein Café dort sieht. Und als ich da das erste Mal hineinkam, war ich wirklich überrascht, dass man genau diese sowjetischen Elemente an der Wand gesehen hat. Man hat so viele verschiedene sowjetische Bilder in diesem kleinen Raum. Und ich sehe zwei Dinge. Einmal die Kommerzialisierung der sowjetischen Vergangenheit. Sowjetisch zu sein ist in, sowjetische Poster, Che Guevara, das sieht man hier, das ist alles modern, das ist in. Man kann das also verkaufen, man kann das nutzen, das war ganz interessant zu sehen. Man sieht also, dass die sowjetische Erfahrung auch hier bewusst genutzt wird. Und das andere, was für mich sehr überraschend war, war, dass dieses Café sehr populär ist. Am Abend sind dort sehr viele Menschen und es ist wirklich schwierig, da einen Tisch zu bekommen und sich in Ruhe hinsetzen zu können. Und dort findet man viele junge Leute, also Studierende in meinem Alter, die treffen sich dort, die studieren dort, die lernen dort, aber auch ältere Menschen, zum Beispiel auch die Generation meiner Eltern, die treffen sich dort mit Freundinnen und Freunde und besprechen Geschäftliches zum Beispiel, aber man findet auch noch ältere Generationen und die sind dann auch schon sehr nostalgisch, wenn sie dann in das Café reinkommen. Und da gibt es dann eine Koexistenz in diesem Café. Alle leben zusammen in diesem Café und das passt dann genau zu diesem Bild. Und das sind sowjetische Bilder und da war ich ganz überrascht. Und ich habe versucht, auch diese verschiedenen Menschen einmal in diesem Bild aufzunehmen, die einfach diesen Ort nutzen und sich daran erfreuen. Sie selber haben ja die Sowjetunion nicht mehr erlebt.
dieses Gefühl der Nostalgie. Sie haben ja gesagt, dass Sie zumindest annehmen, dass Ältere, die dorthin gehen, vielleicht noch mal eine kleine, auch eine Reise in der Zeit zurückmachen möchten. Spiegelt das auch Ihr Lebensgefühl ein bisschen wider oder ist es wie aus einer fremden Welt? Also wie sozusagen im Alltag präsent für Sie als junger Mensch ist die Sowjetunion oder? Nun, ich würde sagen, dass die Sowjetunion immer noch sehr präsent ist, vor allen Dingen, wenn man genauer darauf achtet. Und das habe ich während des Projektes gemacht. Ich würde aber nicht sagen, dass ich nostalgisch bin. Man kann nämlich nur nostalgisch sein, wenn man etwas selbst erlebt hat und selbst erfahren hat. Die Generation meiner Großeltern, die hat das erlebt. Ich habe zum Beispiel mit meinen Großeltern zusammengesessen und sie haben mir dann erzählt, was geschah. Und ich habe eher ein Interesse daran entwickelt, was geschah. Weil es ja auch die Menschen betrifft, mit denen ich zusammenlebe. Ich wollte wissen, was sie erfahren haben und was sie jetzt erfahren, wie sie das miteinander vergleichen, wie es ist, jetzt in dem Land zu leben. Also für mich ist das dann nicht so persönlich wie für sie, aber für mich ist das auch sehr interessant und ich bin auch emotional damit eingebunden. Also ja, ich beobachte diese Nostalgie auch jeden Tag und das interessiert mich sehr. Maria, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, zwei Fotos mitgebracht haben, uns ein bisschen erklärt haben, was wir sehen. Wie gesagt, viel mehr gibt es im Netz, wer interessiert ist. Einen schönen Abend nach Moskau. Und ich wollte den Ball jetzt einfach noch mal an Sie, Frau Sasse, weitergeben und sagen, dieses Thema Nostalgie, auch die Helden, die sowjetischen oder sozialistischen Helden, die wir hier sehen, wie dynamisch hat sich die Wahrnehmung der Sowjetunion geändert seit den letzten 30 Jahren? Das ist eine sehr große Frage und hängt natürlich sehr davon ab, wen wir fragen oder wer erinnert oder wer auch ein bestimmtes Bild heute von der Sowjetunion entweder hat oder verbreitet. Und ich finde das ein sehr eindrucksvolles Bild von diesem Café. Wir sehen nämlich hier auch, wie Erinnerung inszeniert wird, denn natürlich sah ich habe gerade noch das Ende der Sowjetunion mitbekommen, so sah kein sowjetisches Café aus. Darum geht es eben natürlich auch nicht. Ich glaube, es gab nie einen Café in den sowjetischen Farben und mit derartig vielen Bildern aus der sowjetischen Politik, die an der Wand hingen. Es hing vermutlich immer eine Person an der Wand. Also es ist eine ganz bewusste Inszenierung hier und das sagt eigentlich auch viel über Erinnern, selektives Erinnern. Maria hat es eben schon etwas angesprochen. Mich würde auch sehr interessieren noch, wer da genau hingeht und was die Leute, aus welchen Gründen sie dorthin gehen. Ist es einfach ein netter Treffpunkt oder geht man da genau deshalb hin, weil es so inszeniert ist? Und das regt mich dann auch dazu an, darüber nachzudenken, nochmal, was also Hinterlassenschaften, Erinnerungen eigentlich sind. Also und wie viel davon noch die wirklich damals gelebte Realität abbildet. Aber darum geht es meines Erachtens jetzt hier in diesem Café nicht und auch bei einer gewissen Nostalgie nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Nostalgie immer der richtige Begriff ist. Das klingt recht schnell sehr negativ und auch in Deutschland sprechen wir ja von auch Ostalgie. Schwingen natürlich auch sehr reale Dinge mit und man blendet bei so einem nostalgischen Gefühl insbesondere die politischen Aspekte aus, dass hier beiläufig Stalin an der Wand hängen kann. Das sagt auch schon viel aus über den jetzigen gesellschaftlichen Kontext, sagt auch viel aus über die Politik, die Geschichtspolitik des russischen Präsidenten. Das Bild von Stalin hat sich seit dem Ende der Sowjetunion eigentlich einmal genau um sich selbst gedreht. Wir haben vorhin gehört, momentan ist die Organisation Memorial stark von bedroht, auch von Schließung bedroht, unter Druck. Das war die Organisation, die Opfer des stalinistischen Terrors bekannt gemacht hat, dokumentiert hat. Und heute, wenn wir zum Beispiel in die Zahlen mal schauen vom
unabhängigen Meinungsforschungsinstitut Levada, das in Russland die Bevölkerung regelmäßig befragt, auch zur Erinnerung an historische Persönlichkeiten. Da ist ganz deutlich zu sehen in den letzten Jahren, dass inzwischen ein positives Bild von Stalin überwiegt. Ein deutlich positives, was seine Rolle in der Geschichte, die sich dann ganz stark natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg und der sowjetischen Interpretation des Zweiten Weltkriegs beschäftigt, aber auch generell in diesem Jahr oder im letzten Jahr, Juni 2020 war die letzte Umfrage, die ich dazu gesehen habe, knapp über 50% sagen darüber hinaus über die Rolle, die man als wichtig erachtet oder gut heißt und da dann auch schon mal die stalinistischen Opfer ausblendet, dass über 50% ihn auch als Person positiv bewerten, ihm Respekt zollen. Also das sagt viel aus über die Geschichtspolitik, auch die Geschichtsschreibung. Aber das ist natürlich hier bei diesem Bild und diesem Gefühl von Nostalgie ist das vielleicht nur ein Aspekt. Ja, vielen Dank dafür. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir können heute nur Blitzlichter liefern. Deshalb werden wir jetzt weiter reisen. Obwohl das natürlich auch abendfüllendes Thema wäre, all das nochmal zu vertiefen, was Sie dazu schon gesagt haben. Aber das ist heute nicht die Idee, deshalb ein Blitzlicht nach Russland. Und jetzt wollen wir gleich weiterreisen von Moskau nach Kirgisistan, in die Hauptstadt Bischkek, eine der östlichsten ehemaligen Sowjetrepubliken, seit 1991 ein unabhängiger Staat. Wir reisen dort und treffen Lilith Dabagian. Sie ist Medienwissenschaftlerin und war auch eine der Leiterinnen des Online-Jugendprojekts. Und auch sie hat uns Eindrücke mitgebracht aus Bischkek. Wir fahren noch mal wieder weiter. Ja, Lilith, auch ein herzliches Willkommen an Sie. Schön, dass Sie mit dabei sind. Sie haben uns unter anderem ein großes Foto, ein Foto von einer wirklich großen, sehr großen Lenin-Statue mitgebracht, die bis heute in Bischkek noch steht. Unterlegt war das hatten Sie das mit der Musik, der Hymne der ehemaligen kirgisischen Sowjetrepublik. Und wir haben auch ein Mosaik gesehen, in dem die Völkerfreundschaft inszeniert wird, was auch noch heute in Bischkek steht. Wenn ich richtig recherchiert habe, ist das, glaube ich, eine der letzten großen Statuen, die es im ganzen zentralasiatischen Raum noch gibt. Deshalb erzählen Sie doch ein bisschen die Geschichte dieser Statue, die auch schon viel erlebt hat und warum sie sie ausgewählt hat, wofür sie für sie steht. Thanks a lot, Katja. Vielen Dank, Katja, dass ich heute hier sein darf. Ich wollte erst einmal sagen, dass dieses Video natürlich auch ein bisschen ironisch sein sollte mit dieser Musik im Hintergrund und eben dieses Bild ganz am Anfang. Das wollte ich schon auch ironisch zu sehen wissen. Unlike many other countries, gut. At the end of the 80s and the beginning of
Also am Anfang der 1980er Jahre bis 1991 war Kirgisistan eines der Länder, in denen man große Proteste erlebte für einen neuen politischen Wandel. Der Kollaps war dann aber doch eine große Überraschung. Ja, und hier hatten wir die Statue, die gab es schon während der 90er, und 2001 gab es dann den Unabhängigkeitstag, da haben die Kirgisen auf den Straßen getanzt und im Hintergrund sieht man dann immer noch diese Statue mit der Hand, wie sie den Weg weist. Das war schon ein interessantes Zusammenkommen. 2002 hat man diese Statue dann aber weggenommen vom Hauptplatz. Es wurde dann zum Platz der Unabhängigkeit. Und statt dieser Lenin-Statue hat man dann eine andere Statue aufgebaut, und zwar eine Statue des Volkshelden Manas. Man wusste jetzt noch nicht, wie lange diese Statue da stehen würde, aber Lenin war natürlich eine stabile Figur. Jetzt steht die Statue dann also hinter diesem Hauptplatz. Er wurde also nur 100 Meter verrückt. Ich wollte selbst verstehen, was das jetzt zu bedeuten hat, dass Lenin also jetzt vom Hauptplatz runtergenommen wurde, aber im Grunde auch nur 100 Meter zur Seite gerückt wurde. Einerseits kann man das nicht so verstehen, dass daran eine gewisse Absicht steckt, zwischen welcher Statue man sich jetzt entscheidet. Aber ist natürlich auch ein Symbol einer gewissen Konstanz im Land. Also einmal der Internationalismus auf der einen Seite, das wird dann also von der Lenin-Statue nochmal bebildert, und dann haben wir eben auch diesen Nationalismus durch die Statue von Manas. Und das fand ich eben sehr interessant, dass diese Statue immer noch im Herzen der kirgisischen Hauptstadt steht. Vielen Dank, Lilith. Und du hast ja auch, die Fotos haben wir eben schon gesehen, bist selber mit der Kamera losgezogen und hast auch noch andere Stadtansichten von heute mitgebracht, die auf den ersten Blick eher trübe vielleicht wirken, aber du hast eben schon gesagt, also auch die ersten, da hast du eine starke Ironie gesehen. Vielleicht sag doch ein bisschen, was diese Stadtansichten heute, spiegelt die das Lebensgefühl? Ist es etwas grau in Kirgisistan für dich? Eigentlich ist es recht sonnig dort. Aber an dem Tag war es anscheinend nicht so. Es ist aber eigentlich recht sonnig in Kirgisistan. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, aber es gab ja auch die verschiedenen Aufschriften auf den Bildern. Der Winter naht, nicht am Klebstoff riechen, wird streng bestraft. Klar, ist es auch ein bisschen dramatisch, wenn man diese Aufschriften liest in diesen Bildern. Aber man sieht eben immer dieses Zwischenspiel zwischen diesen fast schon komischen Aufschriften und dann aber in diesem stark kontrastierenden Umfeld. Und das Umfeld schaut ein bisschen trüb aus. Und dann hat man diese Aufschriften, der Winter naht, klingt fast ein bisschen komisch, klingt dramatisch. Und vielleicht kennt man den Kontext, das ist natürlich ein Zitat aus Game of Thrones. Und gerade jetzt aber wieder im Kontext in Kirgisistan ist das so, dass es einfach eine sehr verschmutzte Stadt ist und auch durch die Heizsysteme in der Stadt sieht man einfach immer so viel Smog in der Stadt.
Ich glaube, ich wollte einfach auch zeigen, dass dieses Komische natürlich im Grunde jetzt nicht komisch ist. Man muss das immer auch in einen Kontext packen. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass Bishkek im Grunde eine sehr typische postsozialistische Stadt ist. Die wurde von null an aufgebaut und für einen Fotografen gibt es da vielleicht nichts Abenteuerliches. Da findet man nicht interessante Motive. Aber das macht es für mich auch interessant. Man hat dieses Umfeld von früher und dann aber diese Aufschriften, die eben von aus den 90er kommen, gerade das mit dem nicht am Klebstoff riechen, das kommt aus den turbulenten 1990er Jahren. Das fand ich doch sehr interessant. Ja, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt beantworten können. Falls nicht, dann mache ich das gerne nochmal. Nein, nein, ganz herzlichen Dank dafür. Vielleicht kann ich einmal noch den Blick wenden, weil Sie ja nicht nur als junge Frau aus Kirgisistan hier haben, sondern Sie haben ja auch das Jugendprogramm begleitet. Deshalb würde ich gerne auch noch eine Frage stellen, die sich darauf bezieht. Sie haben ja Monate oder viele Wochen mit Menschen aus mehr als 14 verschiedenen, hauptsächlich postsowjetischen und sozialistischen Ländern zusammengearbeitet. Gab es da so einen besonderen spannenden Moment oder ein Thema, was Sie besonders lang beschäftigt hat oder was für Sie sehr überraschend war? Vielleicht gibt es noch etwas, was Sie uns aus dieser Erfahrung, was passiert, wenn so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Ecken zusammen sind, entstehen kann? Oh, das ist eine sehr schwierige Frage, weil es sehr viele Länder gab, die ich sehr interessant fand. Und ich habe auch viel darüber nachgedacht. Es gab einige Teilnehmenden und eine Teilnehmende kam aus der Ukraine. Ich glaube, da haben wir nur ein Bild. Aber sie hat auch immer sehr viel Interessantes gesagt, dass es auch eine Art Dekolonialisierung in der Ukraine gibt. Ich denke mal, dass Gwendolyn das ein bisschen besser weiß als ich. Und dass auch die ganzen Straßennamen jetzt umbenannt werden. Und sie hat ein Bild geschickt, und zwar von einer U-Bahn-Station nach Juri Gagarin. Und das war ganz interessant, dass das dann assoziiert wurde mit der sowjetischen Erfahrung. Und da gab es noch einen anderen Fall, der war etwas anders. Der kam aus der Tschechischen Republik und sie hat etwas Ähnliches gesagt. Ich denke, das stimmt für viele Länder überein. Das ist ein Trend des Dekommunismus gibt, also dass der Kommunismus abgebaut wird. Und ich frage mich immer, wo diese Grenze ist, dass man sagt, das ist jetzt die gute Vergangenheit, das ist die schlechte Vergangenheit und diese Vergangenheit müssen wir jetzt loswerden. Und indem man versucht, diese Frage zu beantworten und das auch ehrlich zu machen, ich denke, da sieht man dann, dass man das nicht so einfach sagen kann und dass wir vielleicht auch bessere Wege finden müssen, um sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen und sich mit der sowjetischen Vergangenheit zu beschäftigen. Und wir hatten nicht nur Teilnehmenden aus der ehemaligen Sowjetunion, sondern auch aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus der Tschechischen Republik und anderen Ländern. Und ich denke, wir können das auch nicht außen vor lassen. Wir können nicht sagen, das ist die einzige sowjetische Erfahrung, die es gab. Also wir haben ja auch die Fotos von Maria und Peter, die wir heute sehen. Peter kommt ja aus Serbien, das sehen wir dann gleich. Und ja, wir denken über die Sowjetunion nach und wir haben da manchmal ein ganz anderes Bild. Wir sagen dann, ach, das war diese große Sowjetunion und manche andere sehen das ganz anders.
anders. Für Peter war das zum Beispiel ganz anders. Ich denke, er kann das später selber noch mal am besten erklären. Das wäre auch ganz interessant, einmal zu sehen, wo die Unterschiede da lagen. Das war sehr interessant bei dem Projekt. Das werden wir in der Tat auch noch tun. Also wir werden ja auch noch einmal nach Serbien gleich reisen. Erstmal ganz herzlichen Dank, Lilith, für die Zusammenarbeit, aber auch, dass Sie heute Abend hier waren. Und Frau Sasse, die Generation von Lilith hat ja nun auch in Kirgisistan nicht immer nur ganz friedliche Regierungswechsel erlebt. Es gab die Tulpenrevolution 2005, es gab nochmal gewaltsame Unruhen 2010 beim Regierungswechsel. Wie optimistisch, es gibt gerade wieder, glaube ich, ein Referendum, was die Stärke des Parlaments gerade jetzt nochmal aktuell in der Verfassung etwas gestärkt hat. Wie schätzen Sie das ein, die Demokratie in Kirgisistan als einer eher jungen, eines jungen Staates, der erst nach dem Ende der Sowjetunion entstanden ist? Ja, ich glaube, dieses letzte Element ist sehr wichtig. Das hat ja auch Lilith eben auch betont, dass Kirgisistan wie auch die anderen Staaten Zentralasiens sind Kreationen der Sowjetunion, der Sowjetgrenzen. Und obwohl Kirgisistan sich auch schon vor der Auflösung der Sowjetunion unabhängig erklärt hatte, gab es in dem Sinne keine große Unabhängigkeitsbewegung. Das haben wir eben auch schon gehört. Andere Staaten Zentralasiens hatten auch sich noch nicht unabhängig erklärt und dann passierte es einfach. Aber dann, das ist nochmal ein ganz anderer Ausgangspunkt. Und Kirgisistan ist in den 90ern von außen betrachtet, häufig als Insel der Demokratie im Vergleich zu anderen zentralasiatischen Staaten bezeichnet worden. Aber das war in einer Übergangsphase, wo auch verschiedene Institutionen sich erst noch herauskristallisierten. Ich denke nicht, dass man heute Kirgisistan als eine Demokratie bezeichnen kann, aber es zeigt, darauf kommt es auch nicht an. Es wäre auch unrealistisch zu erwarten, dass alle Länder dieser Region sich in Demokratien verwandeln und das vielleicht auch noch in einem 30-jährigen Kontext tun würden. Aber Kirgisistan zeigt auch zeigt die Ambivalenzen und Kirgisistan ist das Land in der Region Zentralasien, das mehrfach schon Demonstrationen erlebt hat, dass leider auch Auseinandersetzungen, gewaltsame Auseinandersetzungen an der Grenze zu Usbekistan, insbesondere auch mit einer usbekischen Minderheit erlebt hat. Es ist ein Land, in dem Nord- und Südregionen unterschiedlich entwickelt sind. Daraus ergibt sich wirtschaftliches Konfliktpotenzial. Und es gab immer wieder über die Jahre Versuche über Verfassungsänderungen, Referenda, die auch die Vollmachten der jeweiligen Präsidenten zu erweitern. Aber dennoch bleibt es ambivalenter als andere zentralasiatische Staaten. Und darin drückt sich auch, und ich nehme auch an, insbesondere, es klang auch eben mit an, auch in der jüngeren Generation schwingen da verschiedene auch Erwartungen mit. Ich finde diese Bilder übrigens auch sehr, sehr gelungen, weil sie zeigen, wie stark eigentlich die physische Präsenz sowjetischer Hinterlassenschaften ist, wenn wir an Bauten denken, seien es Wohngebäude, aber auch Denkmäler, die Röhren hier, aber dann doch auch zu zeigen, wie das Leben heute eindringt in diese. Und ich glaube, damit, wo wir heute begonnen haben, mit diesem vielleicht zu vereinfachten Blick nach Osten oder nach Osteuropa oder Eurasien. Und wenn man von außen guckt, dann sieht man hier vieles, wie man es erwarten würde, aus noch fast vielleicht 1:1 aus der Sowjetunion. Aber da kommt man dann schnell auch zu einem falschen Schluss, dass sich nichts verändert hat. Und man kann nicht alle diese Dinge in Beton vor allem schnell beseitigen. Das heißt, ein neues Leben, ein neuer Kontext richtet sich ein. Und das wird dann hier auch noch, wie wir gehört haben, ironisch gebrochen. Aber deshalb finde ich das sehr schön an dieser Grenze, dass das, was wir oberflächlich zuerst sehen, wirkt wie aus einer anderen Zeit. Aber es existiert in einem ganz anderen Kontext. Und
auch die, das Verschieben von Denkmälern. Ich finde es sehr erstaunlich, dass in dieser Größe, dass man sich Mühe macht, das 100 Meter zu verschieben. Aber an vielen Orten hat es auch einfach lange gedauert, um diese Präsenz auch dieser Denkmäler dem auch irgendwie Herr zu werden und das überhaupt auch physisch zu schaffen und auch das Umbenennen von den Straßen, die ja überall gleich hießen, die sich dann auch die Namen haben sich häufig noch in der Gesellschaft länger gehalten, als sie dann auf den Straßenschildern standen. Aber das drückt alles aus, dass in dieser noch erkennbaren sowjetischen gebauten Realität auch ein ganz anderes Leben heute stattfindet. Genau, also auf nach Kirgisistan und es selber erleben, wenn wir irgendwann wieder können. Jetzt reisen wir unsere dritte Etappe, die am weitesten geografisch ist. Die Reise würde am weitesten dauern. Und werden dann in Belgrad aussteigen, in der Hauptstadt von Serbien. Und dort werden wir Petar Matic treffen, einen 23-jährigen Soziologiestudenten. Aber erstmal fahren wir mit dem Zug und schauen auf erste Stadtansichten und Einblicke, die uns Petar mitgebracht hat. Ali postoji još ne mali broj kolonijalnih naroda čije oslobođenje i nezavisnost neophodno potrebno ostvariti radi otklanjanja jednog od najkrupnijih elemenata današnje zategnutosti u svijetu i stalne opasnosti od zazivanja ratnih sukoba. Ein herzliches Willkommen auch an dich, Petar. Schön, dass du heute dabei bist. Jugoslawien war ja ein blockfreier sozialistischer Staat, bei dem es dem Staatslenker Tito gelungen war, sich zwischen Ost und West zu positionieren. Und diese geopolitische Ausrichtung spiegelt sich ja auch in deiner Familie. Und du hast mal gesagt, dass die Politik deine Existenz erst ermöglicht hat. Vielleicht kannst du es einmal kurz erklären. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, aber das stimmt. Die jugoslawische Außenpolitik führte wirklich zu meiner Existenz. Das stimmt. Einige wissen es vielleicht nicht, aber Jugoslawien war ein ganz anderer Staat als die Sowjetunion damals. Jugoslawien hatte eine der liberalsten Reiseregularien. Und deswegen konnte mein Großvater nach Spanien reisen und hat meine Großmutter in Bulgarien getroffen. Und dann waren sie später in Deutschland. Sie konnten also reisen. Und man sieht hier die Vielfalt. Und man sieht auch den Unterschied zur Sowjetunion und zum sowjetischen System. Ich denke, das ist ein sehr interessanter Punkt. Und auf diesen Spuren bist du ja auch auf Spurensuche mit der Kamera gegangen. Und wir können ja noch mal eins der Bilder uns noch einmal anschauen.
Da müssen Sie vielleicht auch noch ein bisschen was zu erklären. Und ich glaube, Sie haben das auch an einem ganz besonderen Ort gefunden. Vielleicht können Sie uns ein bisschen sagen, was wir hier eigentlich sehen und was es für Sie bedeutet. Ja, sehr gerne. Dieses Bild muss natürlich erklärt werden. Dieses Bild wurde in einer alten Fabrik gemacht, Vodotherma. Und früher war das in einem Stadtteil, wo die Arbeiterklasse gelebt hat. Und das war eine der Fabriken, die es dort gab. Und wie gesagt, dieses Bild wurde in der Vodotherma-Fabrik gemacht. Dort wurden Rohre hergestellt und so weiter. Das ist jetzt nicht so interessant, aber was interessant war, war, dass dieses Diplom in einem Büro der Manager oder Direktoren dieser Fabrik hing. Und man sieht also, dort hing ein Diplom und dieses Diplom wurde einem der Teams der Fabrik gegeben. Letztendlich ist das ein Diplom für ein Schachturnier. Sie haben an einem Schachturnier teilgenommen, Sie haben dieses Diplom bekommen. Und der Manager hat das dann aufgehangen, aber der Manager hat dann später beschlossen, noch ein anderes Bild daneben zu hängen oder davor zu hängen. Und ich denke, das zeigt doch einmal die Kontraste. Man hat einmal die Bürokratie im ehemaligen Jugoslawien. Es geht immer um Respekt, es geht um den Status, Diplomas und andere Dokumente, Zertifikate. Das waren sehr wichtige Dokumente in diesem alten System. Und dann hat sich das über die Jahre entwickelt. Das hat sich verändert. Die Staatsstruktur, die Politik hat sich verändert und andere Dinge wurden wichtiger. Das wird hier auch gezeigt. Die zweiten Bilder, die Sie mitgebracht haben, die zeigen Tito. Vielleicht können Sie auch noch mal sagen, ich habe verstanden, das eine Bild haben Sie vielleicht auch in der Fabrik gefunden, aber das können Sie uns gleich noch besser erzählen. Und vor allem fände ich das Graffiti spannend zu hören. Ist noch was übrig vom früheren Personenkult um die Person Titus? Wie ist die Rolle heute so und wie lange mussten Sie suchen nach diesen Bildern? Also das erste Bild links wurde tatsächlich in der gleichen Fabrik gefunden und dann sieht man ein Porträt von Tito und so ein Porträt wurde überall aufgehängt, in Schulen, in Institutionen und eben in dieser Fabrik. Und das ist genau dieses Bild von Tito, was vermittelt wurde. Und so sah Tito dann damals ja auch aus. Aber rechts sieht man ein Graffiti. Und letztendlich ist das ein Bild, das habe ich gefunden in Bixschen, in einer stillgelegten Druckerei. Und jetzt wird der Ort vor allen Dingen von KünstlerInnen genutzt. Und dieses Graffiti ist natürlich auch satirisch. Es ist nicht dieses Bild von Tito, was damals vermittelt wurde, als Unterstützung Titos gedacht, keine Verherrlichung. Es gab sehr viele nationalistische Tendenzen, also würde man so etwas viel häufiger sehen. Und das steht im Kontrast zu der älteren Generation, die natürlich noch eine andere Sicht von Tito hat. Und ich glaube, das findet man auch in vielen anderen postsozialistischen Ländern. Ich glaube, was eine sehr unterschiedliche Erfahrung ist, ist ja, dass nach dem Zerfall von Jugoslawien, die Region auf dem Balkan ja Schauplatz von Krieg, mehrfach Schauplatz von Krieg, Gewalt, auch schrecklichen Massakern geworden ist. Und viele der Konflikte zwischen den Nachfolgestaaten sind ja bis heute nicht wirklich gelöst. Drängt das dann so die sozialistische, jugoslawische Erfahrung deutlich in den Hintergrund angesichts der Ereignisse, die danach passiert sind? Wie empfinden Sie das? Was ist da
das sozusagen, wenn man zurückschaut in Serbien auf die Geschichte, auch auf die jüngere Geschichte, was ist eigentlich das Bedeutendere oder wo bleibt man stehen? Yes, that is a very good question. Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das hängt davon ab, natürlich. Das hängt von der Generation ab. Bei meiner Generation ist das anders. Also, natürlich ist jede Generation auf die eine oder andere Weise beeinflusst von dem, was in der Vergangenheit passiert ist und dann auch von dem Zusammenfall von Jugoslawien. Und dann gab es auch neue Bewegungen in der Bevölkerung, aber auch neue nationalistische Tendenzen, verschiedene politische Richtungen, die eingeschlagen wurden, und manche waren etwas aggressiver als andere. Natürlich ist das ein Paradoxon. Aber ich denke, dieses jugoslawische Gefühl lebt in uns weiter. Und das, was wir im heutigen Serbien sehen, wurde ja aufgebaut im damaligen Jugoslawien. Und deswegen hat das natürlich einen Einfluss auf das Leben der Serben. Aber ideologisch gesehen ist es jetzt nicht ein so großer Einfluss. Da würde ich zum Beispiel jetzt eine Grenze ziehen. Klar, für manche gibt es einen ideologischen Einfluss, aber ich würde hier eine Grenze ziehen. Ich denke, das ist viel positiver, dieses Erbe. Wie gesagt, auch hier gibt es weitere Informationen und Bilder im Internet. Frau Sasse, wenn Sie nach Serbien oder auf den Balkan heute schauen, ist noch irgendwas übrig geblieben von der ehemaligen Brückenfunktion zwischen Ost und West? Das ist eine schwierige Frage. Ich frage mich allerdings auch, ob das eine wirkliche Brückenfunktion war oder ob es eben durchlässiger war in beide Richtungen. Auch in die andere Richtung war ja auch Tourismus möglich. Es ist vielleicht auch deshalb, zumindest auch bei einer vielleicht der etwas älteren Generation in Westeuropa, Südeuropa, hat das auch andere Bezugspunkte, Jugoslawien und schon da gewesen zu sein, als andere Teile Osteuropas oder der ehemaligen Sowjetunion. Und insbesondere Tito hat es verstanden, in beide Richtungen zu agieren, wirtschaftlich, politisch, aber auch den Freiraum zu nutzen. Aber heute von einer Brückenfunktion zu sprechen, wäre, glaube ich, würde etwas schön malen in der Region. Also es ist vielleicht eine Brückenfunktion kann es haben, wenn wir dadurch uns nochmal vor Augen rufen, dass es ganz verschiedene Arten auch von sozialistischen Modellen gab und dass es eben nicht alles ein sowjetisches Modell war. Das ist, glaube ich, wichtig und da ist vielleicht ein Teil dieser Brückenfunktion für uns im Denken. Aber die Folgen, wie Petter ja auch eben gesagt hat, der Kriege wirken stark nach und was genau da die Brückenfunktion sein sollte, wäre schwer zu sehen. Also es wirken Dinge auch aus der jugoslawischen Vergangenheit, aus der sozialistischen Vergangenheit nach. Aber ich würde auch denken, gerade wie Peter das aber aus seiner Sicht viel besser schildern kann, dass der Krieg vieles auch überschattet und dass vielleicht was dann, was wir eben im anderen sowjetischen Kontext schon diskutiert haben, ein Gefühl von Dingen, die man sich wieder wünscht oder ein gewisser nostalgischer Blick, der hat auch damit dann viel zu tun, dass man an die Zeit vor diesen Konflikten, vor diesem Krieg denkt. Und da ist natürlich, das sehen wir auch, das ist ja ganz klar auch historisch nachzuweisen, dass Titos Fähigkeit, Jugoslawien zusammenzuhalten durch eine sehr geschickte Politik
auch den verschiedenen Nationalitäten, Territorien mehr Mitbestimmung oder Selbstbestimmung zuzugestehen, als das in der Sowjetunion so war. Genau diese Dinge kamen dann aber unter Druck, nachdem er nach seinem Tod und schließlich dann durch jemand anderen oder durch ein kollektives Präsidium nicht mehr so erhalten. Und bei ihm schwingen natürlich, und deshalb sind diese Bilder auch sehr treffend, finde ich. Es wurde schon zu Lebzeiten auch viel auf Tito projiziert, wenn man auch an die Geschichte, auch an die Partisanenkämpfe und so weiter denkt. Das heißt, es wurden auch schon damals viele Bilder auf ihn projiziert und nun geht es weiter und wird sarkastisch und ironisch auch in Street Art und Graffiti gebrochen. Aber diese Schlüsselrolle, die er eingenommen hat und die dann niemand wirklich füllen konnte und die dann das vorwegnimmt, was wir in den 90ern gesehen haben, das ist, glaube ich, so der was die Dynamik bestimmt, als heute über diese Brückenfunktion nachzudenken. Und wir sehen ja auch, dass die Vorstellung, glaube ich, wir waren heute schon häufiger bei Begrifflichkeiten, auch der Begriff Balkan oder manchmal Westbalkan klingt vielleicht etwas positiver. Das sind ja häufig auch Begriffe da, die sehr negativ konnotiert sind und die natürlich auch in der Region selber gar nicht so verwendet werden. Und Balkan kann auch ein bisschen ausgedehnt werden, manchmal in seiner geografischen Konzeption. Aber das müssen wir, glaube ich, auch immer mitdenken, was wir als postsowjetisch, postsozialistisch, aber hier auch Balkan bezeichnen. Das ist in der Regel eine Negativzuschreibung. Okay. Wir kommen auch langsam, aber sicher dem Ende dieser Veranstaltung und unseres Austausches, unserer Reise entgegen. Wir haben ja versucht, sozusagen einzelne Blitzlichter zu setzen und ein bisschen ein paar Themen oberflächlich einzusteigen, aber vielleicht auch in der Hoffnung, ein bisschen Interesse wecken zu können. Dabei sind wir doch auch auf viele ungelöste Probleme gekommen und Schwierigkeiten jetzt in der letzten Stunde. Aber vielleicht wenn Sie noch mal so sagen, vor 30 Jahren ist da ein riesiges Reich, hat geendet. Und gibt es, wenn Sie zurückschauen, Regionen, Länder, Ereignisse, Entwicklungen, wo Sie sagen, das hat Sie positiv überrascht, unglaublich, auch inspirierend, wie Sie eben sagten, wir haben oft in den Schlagzeilen immer die negativen Dinge da, wo es nicht läuft, wo es Kriege gibt, aber wenn wir den Blick am Ende noch einmal umdrehen, Sie kennen sich ja sehr gut aus, wo sind denn vielleicht die Punkte, wo man sagt, da könnte man auch noch öfter drüber reden, weil dort sehr viele Dinge sehr gut sich entwickelt haben? Ja, in der Tat sind wir häufig eher bei Krisen, Konflikten und Korruption, wenn wir auf die Region schauen und haben dieses auch graue Bild, was zum Teil in den Bildern auch ein bisschen anklang und ironisch gebrochen wurde, vor Augen. Aber wenn wir uns einfach nochmal daran erinnern, dass vor 30 Jahren war das auch in Europa nicht der Konsens zu denken, dass weite Teile Ost-Mitteleuropas ganz selbstverständlich dazugehören. Und die haben Länder und die Politik damals hat eingefordert, es war der Ruf danach, wir sind Europa. Es ging noch nicht nur um die EU, das ist dann später so ein bisschen schmalspuriger geworden, aber überhaupt den Anspruch auf der mentalen Landkarte, auf der geografischen, kulturellen, politischen Landkarte vorzukommen. Und das ist ja heute eine Selbstverständlichkeit. Ich sage das gleich dazu, trotzdem glaube ich, man könnte sich mehr auch noch mit der Region, mit einzelnen Ländern, einzelnen Themen der Vielfalt beschäftigen. Aber dennoch, da sind wir ja alle und auch die Länder in der Region, insbesondere aus Mitteleuropa und auch in die baltischen Länder, die lassen sich jetzt ja gar nicht mehr auch aus dem EU-Kontext wegdenken. Und von daher ist das eigentlich in einer sehr kurzen Zeit, was dort an Transformationsprozessen stattgefunden hat, die, wie wir auch immer wieder, glaube ich, in den Blick nehmen müssen, auch nicht ohne Kosten für Teile der Gesellschaft sind. Aber das ist eigentlich hätte man sich, glaube ich, nicht vorstellen können, dass das innerhalb so kurzer Zeit, nicht, dass da jetzt alles perfekt ist, aber dass solche Prozesse in diesen Zeitläufen ablaufen können. Und auch wenn wir etwas weiter dann in Osteuropa schauen, also selbst, wir haben mit der Ukraine am Anfang kurz angefangen, ein Land, was die territoriale Integrität und Souveränität ist völlig von Russland in Frage gestellt. Die Krim ist annektiert, im Donbass herrscht Krieg und dennoch ist in den letzten Jahren das
Verständnis auch davon, was es heißt, zum ukrainischen Staat zu gehören, also diese staatsbürgerliche Identität, gar keine ethnische oder linguistische Identität, die ist gestärkt worden. Also eigentlich genau das Gegenteil auch von dem, was der Kreml erreichen will. Und also wenn wir auch darauf gucken, was für Prozesse jetzt in einem Land wie der Ukraine, die noch nie in diesen heutigen Grenzen als unabhängiger Staat in der Geschichte existiert hat, dann sind das wieder in einer historischen Perspektive, ist das eine enorm kurze Zeit für eine Entwicklung hin zu einer Selbstverständlichkeit von Staatlichkeit, einer inklusiven Staatlichkeit in einem sehr diversen Land. Und wenn ich noch hinzufügen kann, auch als eine sehr positive Dimension, die jetzt durch dieses Projekt auch so betont wird, deshalb finde ich es auch so schön, wenn man nämlich jetzt überlegt, wie auch junge Leute heute dort rangehen und mit welcher Aufgeschlossenheit und Neugier und auch erstmal zu gucken, was sind denn für Anknüpfungspunkte da für das heutige Leben, die noch aus einer anderen Zeit kommen, dann ist es eigentlich wie in einem Brennglas eine Idealvorstellung von verschiedenen Perspektiven auf Geschichte und Geschichtsschreibung, auch gerade nach großen Umbrüchen, ist häufig sehr selektiv und eine Version wird durch die andere ersetzt, die dann genauso aber anders selektiv ist. Aber eigentlich das, was hier jetzt praktiziert wird, ist genau das, was gebraucht wird und die verschiedenen Perspektiven auch nicht immer nur wertend, sondern zusammenzustellen und auch dann die Spannung dazwischen auszuhalten. Das haben die Projektteilnehmenden gezeigt und darin liegt viel Hoffnung, sich dem anzunähern. Und da sind auch lang existierende Demokratien häufig gar nicht so gut drin in dieser Übung. Und das andere, was die Bilder alle und die Erinnerungen, die eingefangen wurden, was ganz deutlich auch wird, ist, dass Hinterlassenschaften keine automatische Funktion heute ausüben. Ich glaube, das wird häufig auch überschätzt, dass man sagt oder unterschätzt. Es gibt Hinterlassenschaften, die wirken nach, die prägen, aber das ist kein Automatismus. Das findet immer in einem neuen Kontext statt und Hinterlassenschaften müssen auch erst einmal wahrgenommen werden. Sie müssen aktiviert werden, durch wen auch immer, durch die Gesellschaft oder sie können politisch instrumentalisiert werden. Aber es ist kein Automatismus und häufig hören wir Dinge wie, und auch in der Wissenschaft recht verbreitet, zu sagen, den Rest, den wir nicht erklären können, das waren dann die Hinterlassenschaften, die heute nachwirken. Aber das haben wir heute, glaube ich, gut gesehen, dass das ein Trugschluss wäre oder zu einfach wäre. Ja, also ich danke Ihnen herzlich allen, die Sie heute bei dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Frau Sasse, Lilith, Maria, Petar, danke für die Einblicke. Wer jetzt ein bisschen sich inspiriert fühlt oder noch etwas weiter schauen möchte, wie gesagt, wir empfehlen den Hashtag 30 Posts Soviet Years, wo nicht nur unsere Institution, sondern viele andere mit verschiedenster Expertise tolle Materialien aufbereitet haben. Deshalb, wer Interesse hat, möge dort noch mal reinschauen. Ich möchte mich auch herzlich bedanken bei der Technik und den Dolmetscherinnen, die uns heute hier unterstützt haben. Ich bedanke mich für alle, die uns im Livestream gefolgt sind, für ihr Interesse. Machen Sie es gut und bleiben wir alle gesund und warten wir auf die Zeit, dass wir wieder reisen und uns einfacher selber besuchen können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald!